Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. Nachdem wir in der letzten Folge schon den Asadi-Boten ausgenockt haben und den Brief an die Maulwürfe abgegeben haben, können wir jetzt das Schwarzpulver, glaube ich, irgendwie entzünden. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen. Hier ist aber auch nichts, was mir weiterhelfen kann. Das sollte genug Schwarzpulver sein, um die Fässer zu entzünden und die ganze Lieferung in Stücke zu sprengen. Aber ich hier auf der Seite noch was. Irgendwas, damit ich... Hey, ihr da! Brauchst du was? Ah, da ist noch etwas. Bingo. Da ist so eine Fackel. Ich will diese Fackel haben. Warum kann ich die Fackel nicht nehmen? Ich brauche ein offenes Feuer. Das ist extrem schwierig. Ich muss jetzt warten, bis der Typ da weggegangen ist. Sonst habe ich ein kleines Problem. Da ist er. Die Rebellen wollen mit dieser Waffenlieferung ein Zeichen setzen. Inu hat vorgeschlagen, sie in die Luft zu jagen. Aber wie? Echt mal, wie soll ich das bitte machen? Ich brauche irgendwie was Flammbares. Irgendwas Entflammbares. Ich verstecke mich schon mal. Der kommt, glaube ich, gleich wieder jeden Moment zurück. Da kommt er. Ich muss ihn echt nach. Denken. Lassen wir uns mal hier versteckt halten. Wir tun einfach so, als wäre ein ganz netter Mann, der hier nur in der Ecke steht. Lalalala. Manchmal kann ich mit dem Seil vielleicht nicht, nee, kann ich auch nicht machen. Schade. Wie zerstört man etwas, was nicht zerstört werden will? Mir fehlt bestimmt hier noch irgendwo eine Komponente, oder? Die Pferde können mir nicht helfen, die Fackel kann mir nicht helfen. Ich brauche Feuer, brauche ich. Ich brauche nur Feuer. Wo kriege ich Feuer her?
Habe ich irgendeine Komponente vergessen? Habe ich irgendwo eine Karte? Moment. Schau mal, ob ich irgendwo eine Karte habe. Ups, oh, ups. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt von Twitter. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ich brauche eine Karte. Da ist eine Karte. Was haben wir hier? Ja, das ist was für Pferde. Ich bin dort. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich gleich sieht wieder. Okay, der redet mit seinem Freund. Ist nichts. Oh, ich weiß, ich kann mich so oft in die Ecke stellen, wie es geht, aber ich will dem Typen dann nicht in die Arm laufen. Eine Idee aufgekommen. Ich habe doch gerade etwas Öl gefunden gehabt, nicht wahr? Moment. Hier war doch irgendwo Öl. Genau, Öl war da. Stimmt, da war was. Das Seil ist mit Öl getränkt. Jetzt sollte es als Lunte benutzt werden können. Genau, so war das. Ich habe Öl gefunden gehabt. Ich bin da immer vorbeigegangen und da war immer mal schon da Ölfass. So, jetzt aber. Jetzt brauche ich nur noch Feuer. Ich verstecke mich lieber mal. So. Der redet mit seinem Kumpel. Dann warte ich noch, bis er ihm weggeht. Ich kann das Seil nicht einfach so entzünden. Ich brauche sicherlich noch mehr. Stahlnägel. Aus dem westlichen Asadi importiert, vermute ich. Damit werden die Röhren in der ganzen Stadt befestigt. Ja. Stahlnägel. Aus dem westlichen Asadi importiert, vermute ich. Damit werden die Röhren in der ganzen Stadt befestigt. Hä, wie soll ich das denn machen? Mir fehlt einfach irgendwas zum Entzünden. Ich habe nur einen Stahlnagel. Ich will das nicht einfach so machen, dann muss ich wieder gehen. Was haben wir denn hier? Der Aufschrift zufolge sind in dieser Kiste Steinschlossteile. Jetzt können wir Steinteile für die Steinschlossmusketen. Ach, jetzt können wir was davon nehmen, ne? Gerade eben konnte ich gar nichts davon nehmen. Ne, da redet wieder mit seinem Kumpel. Aber jetzt
Müsste das Ziel klar sein. Lalalala. Los, verschwindet von da! Was verschwindet von da? Meine Güte. Ah. So, und jetzt Feuersteinschlitter, ne? Schnell weg. Wir haben es geschafft. Triff dich mit Rooster und Kitten im Eno. Mit Eno und Nico. Achso, okay. Tja, wer war das wohl? Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Das Rooster and Kitten. Dann gehen wir mal rein. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ich hoffe, wir müssen nicht noch kämpfen oder so etwas. Was darf ich euch bringen, guter Mann? Ich bin nicht hier, um zu trinken. Und Alkohol kann ich nicht gebrauchen. Er vernebelt die Sinne, verwirrt das Herz und befleckt die Seele. Ich gebe nicht viel auf die Qualität des Wassers an diesem Ort. Aber dann habe ich wenigstens einen Becher und kann so tun, als würde ich was Stärkeres trinken. Ich nehme einen Becher Wasser. Wasser? Warum solltet ihr dieses eklige Zeug bestellen wollen? Ich fürchte, wir schenken hier kein Wasser aus, da. Hier ist euer Eure Freundin ist oben, die Treppe rauf. Freundin? Ja, eure Freundin. Sie wartet auf euch. Ihr solltet eine Frau nicht zu lange warten lassen. Okay. Wir haben eine Freundin? Das haben wir noch nicht bewusst. Ich sollte nach Hause gehen. Noch einen. Einen für unterwegs. Ein bisschen Dolmari-Schneid, der mir hilft, in die Gänge zu kommen. Und dann gehe ich nach Hause. Mercuria-Gäste. Endlich seid ihr hier. Setzt euch. Bitte, ich habe euch einen Platz freigehalten. Setzt euch hin. Es sieht ziemlich lächerlich aus, wie ihr da steht. Lächelt. Wir sind alte Freunde. Erinnert ihr euch nicht? Daran erinnere ich mich keineswegs. Wer seid ihr? Ich sage euch, wer ich nicht bin. Ich gehöre weder zum Widerstand, noch bin ich eine Asadi. Wenn ihr nicht zum Widerstand gehört und keine Asadi seid, für wen arbeitet ihr dann? Ich arbeite für mich. Und ich kann euer Leben entweder leichter oder viel schlimmer machen. Das muss ein Irrtum sein. Der Wirt war sicher durcheinander. Diese Frau sucht nicht mich. Sicher? Sie behauptet, eine Freundin von mir zu sein und dann droht sie mir? Nicht die beste Art, ein Gespräch anzufangen. Wer im Namen des Schattens ist diese Frau? Wenn sie mich sucht, muss ich wissen, warum. Echt? Mal. Ich will euren Namen wissen. Ihr wollt meinen Namen wissen? So energisch wie ein eingesperrtes Tier. Ihr seid ein bekannter Mann, Kien Alvane. Apostel. Jeder will was von euch. Wie ich höre, ist sogar ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ich fürchte, ihr habt mir gegenüber einen Vorsprung. Dann will ich euch aufschließen lassen. Ich habe so viele Namen, wie ich Freunde habe. Und Feinde. Manche nennen mich Anna. Was wollt ihr von mir, Anna? Dieser Ton gefällt mir. Ihr seid ein kluger Junge. Ich will eure Unterstützung. Aber nicht jetzt. Ihr trefft jemanden. Da möchte ich ungern in die Quere kommen. Wie ich wollte nur eine Gelegenheit, mich vorzustellen. Das habe ich jetzt getan. Also wird es Zeit zu gehen. Besucht ihr mich mal?
Meistens findet ihr mich abends an diesem Tisch. Und wenn nicht, kann Ulvik mir etwas ausrichten. Der große Kerl hinter dem Tresen? Achtet auf den Gockel, auf die Schürze, auf der ein Hahn und ein Kätzchen sind. Ist nicht zu verwechseln. Wir sehen uns, Freund. Wartet. Wie habt ihr durch meinen Schleier geblickt? Was? Ihr hättet mich nicht erkennen sollen, wenn ihr mich anseht. Es sei denn, ihr kennt mich sehr gut. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Wir sehen uns, Alvane. Eine mysteriöse Frau. Der Kaplan und die Hexe. Der Kaplan. Die hatten 6 Schnäpse, dann gingen sie fröhlich spazieren. Der Mann hielt eine Rose. Wer war das? In der Hose. Was, wer, wo? Doch die Frau wollte diese nur Frau, konversieren. Wer war sie? Eine geheimnisvolle Frau, hm? Ich weiß nicht, ich bin kein Kerl. Ich sehe mir nicht jede Frau an, die vorbeikommt. Liko? Hm? Hast du eine geheimnisvolle Frau gesehen? Nein. Dann hat sie auch einen Schleier. Ihr müsst öfter mal rauskommen. Ist es an diesem Ort sicher für euch beide? Was? Oh, ihr spielt auf das hier an. Das Gesicht, das Fell. Das ist ein sicherer Ort. Aber hier trinken Asadi. Ulvik hat alles unter Kontrolle. Außerdem haben Magische noch Zutritt zur Stadt. Solange sie gültige Pässe besitzen und keine Waffen tragen. Keine sichtbaren. Habt ihr Pässe? Sicher doch, aber es ist... Wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren. Es ist Zeit zu gehen. Ja, stimmt. Komm schon, Kien. Ihr habt Likos Prüfung bestanden. Ihr seid in Ordnung. Wir gehen zurück zum Hauptquartier. Prüfung? Liko? Ich habe euch gesagt, ich würde euch nicht trauen. Und jetzt tut ihr es? Nein. Ich misstraue euch nur etwas weniger. Aber ihr wart gut. Ich werde euch nicht töten. Noch nicht. Wisst ihr, jetzt ist er gerade echt freundlich. Eine Umarmung? Nein? Gut, ich auch nicht. Tja, wir müssen wirklich los. Kommt. Dann gehen wir mal. Dalalala. Also, wie sah eure geheimnisvolle Frau aus? Sie hatte langes, kastanienbraunes Haar und helle Haut mit Sommersprossen. Sie war wie eine Waldläuferin gekleidet. Natürlich war sie das. Genau euer Typ, hm? Ich habe eigentlich keinen Typ. Wirklich? Ein Kerl wie ihr? Ich dachte, ihr wärt super wählerisch. Bin ich nicht. Bei der Göttin. Ich habe in meinem Leben nicht viel Zeit für Frauen gehabt. Springende Springfälle, soll das ein Witz sein? Wie alt seid ihr? Guckt euch doch an, ihr seht umwerfend aus. Wie ist das denn meinem Mund entschlüpft? Springende Springfälle? Nee, einfach nur... Nee, aber ihr mögt doch Frauen, oder? Der Schatten hole mich. Nicht, dass mit euch irgendwas nicht stimmen würde, wisst ihr? Ich hätte euch sogar verkuppeln können. Das genügt jetzt, Enu. Ich weiß nicht, das passiert einfach. Es ist eine Krankheit. Ich öffne meinen Mund und... Brrk. Das ist echt beunruhigend. Oh, Mann. Die Pässe. Was macht ihr hier draußen noch so spät? Trinken. Tanzen. Nur trinken. Geht nächstes Mal innerhalb der Mauern trinken. Eure Sorte brauchen wir nicht in unseren Kneipen. Nein, da habt ihr völlig recht. Braucht ihr wirklich nicht. Lebt wohl. Tanzen? In dem Augenblick kam es mir wie eine angemessene Antwort vor. Erzählt mir nochmal von dieser Prüfung. Ich dachte mir, dass ihr schnurstracks zu euren Herrinnen lauft, Alvane. Ihr könntet von Nutzen für uns sein. Eine Zeit lang. Ich werde euch trotzdem töten. Nichts, was ihr tut, kann je eure Schuld gegenüber meiner Familie und meinem Volk begleichen. Heiteres Thema. Schuld? Das geht dich nichts an, Sittling. Das ist eine Sache zwischen dem Apostel und mir.
Zittling? Wirklich? Wirklich? Du weißt, dass ich kein Zittling bin, stimmst du, miese Peter? Ich bin volljährig und ich hab's schon mit mehreren... Schon wieder diese Mundsache, Zittling? Ach Mann, es geht doch einfach. Wo sind denn die Leute alle? Im Bett, schätze ich. Es ist spät. Er hat recht. So leer ist es nie. Irgendwas stimmt nicht. Wir sollten uns beeilen. Oh oh. Kann ich irgendwas machen? Wir müssen in Bewegung bleiben. Wir wissen nicht, wie viele von denen hier sind. Gut gefangen, Kian. Das hat er doch gut gemacht, was, Liko? Er hat überlebt. Das war akzeptabel. So langsam erwärmt er sich echt für euch. Den alten Göttern sei Dank, dass unser Boot noch hier ist. Damen zuerst. Das bedeutet, ihr Jungs, ihr seid die Damen. Das war nur ein Witz und... Oh, na schön, ich gehe zuerst. Ich habe gelacht, innerlich. Du wärst explodiert. Ich glaube nicht, dass dein Körper Lachen verkraften kann, Liko. Boah, also konnte ich den Fall doch tatsächlich aufheben. Oh, abfangen, meine ich. Das war wirklich knapp. Gut, dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.